Hallo? Ja. Ständig regnet es Pfeile aus dem Wald. Und wenn so einer einen trifft, ist man gelähmt und kann sich nicht mehr bewegen. So wie ich gerade. Siehst du? Ich könnte gerade als Vogelscheuchter arbeiten. Alles doof. Das ist doof. Hallo? Wir sollen auf keinen Fall nach draußen, weil es dort so gefährlich ist. Opa pumpt draußen das Wasser. Ich wäre so gerne so stärker. Was? Ich wäre so gerne stärker, dann könnte ich ihm helfen. Deutsch. Ach, wo steckt unser drittes Enkelchen? Er wollte draußen spielen und ist nicht zurück. Ah, so ein Fallregen ist natürlich nicht das Angenehmste. Aber irgendwer muss doch das Wasser pumpen. Ich könnte das machen. Irgendwann muss das Wasser pumpen. Ich wünschte, ich könnte das Wasser pumpen. Kann ich Wasser pumpen? Ich weiß doch gar nicht, geht das? Wasserpumpen ist nämlich ziemlich anstrengend. Man kann da richtig rein investieren. Das tut ganz schön heftig ziehen. Hier rumstehen zu müssen ist total öde. Hätte der Fall nicht irgendwo treffen können, wo was los ist? Nein. Warum sollte er? Aber ganz schön fies aus dem Wald einfach auf so Leute zu schießen. So eine Misere. Wie soll ich denn nun in den Wald Feuerholz hacken gehen? Aber hier fällt es runter. Hier regnet es Pfeile. Meinte ich. Na dann. Husch. Oh yeah. Man kann den Laden auf das Ding hier hoch und kriegt dann eine Blume. Und hier ist ein Block versteckt für eine Coin. Hallo. Ah, Mario, welche Lösung. Endlich mal wieder ein Kunde. Sag, was das sein? Du hast nichts für Interesse für mich. Außer Reinigungssaft, den ich gerne mitnehmen werde. Ich weiß warum. Grüß, Mario. Grüß dich, Mario. Sehr lieb, dass du extra vorbeischaust. Was hast du heute Schönes zu anbieten? Einmal Aufwertungsklamotten für meine Leute. Damit die mehr aushalten. Und zusätzlich haben wir hier Anti-Wandel-Button. Einen zweiten, wenn man einen noch nicht hat. Einen Gegengift-Button. Gegen Gift. Und einen Furchtlos-Button gegen Furcht. Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Keine Ahnung, ob es kommt, aber noch nicht. Na, dann wollen wir mal. Hallo? Mein Gatte ist immer noch unterwegs. Was so mit ihm ist? Der steht vor der Tür und ist gelähmt. Ungelogen, der steht einfach hier. Kann mich nicht bewegen. Hier ist irgendwas gewesen. Weiß sie das? Müsste sie gewesen sein. Eigentlich führt eine Treppe zu meinem Haus hoch, aber die wird mit dem Schalter aktiviert. Mario, nur du kannst zu meinem Haus hochhüpfen. Bitte hilf mir. Man kann da wirklich hoch, wenn man auf seinen Kopf drauf springt. Ist voll lustig. Und hinterm Haus. Hast du mich gefunden, wie? Was suchst du hier eigentlich genau? Der ist so langweilig. Ist da irgendjemand? Keine Ahnung, wer es ist. Keine Ahnung, was es ist, aber da ist jemand. So, das Haus. Wir haben zwei Kisten. Ich lasse sie mal stehen. Wo Papi wohl so lange bleibt? Er ist los, um neue Schätze für seine Sammlung zu finden. Dunk. Und dann haben wir die Möglichkeit, ihn reinzulassen. Schön, ne? 1000 Dank, Mario. Es hat sich noch niemand an meinen Schatztruhen vergriffen, oder? Leider doch. Du flunkerst doch. Alles klar, hier. Na gut, immerhin sind wir zum Glück dem Fallregen entkommen. Ich verrate dir was zum Dank. Betritt den Wald und geh dann an den Kreuzungen jeweils nach links, links, geradeaus und dann rechts. Dann findest du was Tolles. Dann hier?
Er hat mir irgendwas gegeben. Ich weiß nicht, was er mir gegeben hat, aber er hat mir irgendwas gegeben. Anscheinend. Die Sache ist die. Man kann ihn anlügen. Man kann natürlich auch die Kisten öffnen. Ich glaube, er hat uns die Kisten geöffnet und uns den Inhalt gegeben. Oder auch nicht. Denn wenn man das mitnimmt, das Zeug, glaube ich zumindest, sollte man an Zeug rankommen können. Und dann beschwert er sich von wegen, ah, das ist dir genommen und Pipampo, aber er gibt einen schönen Tipp. Mit links, links, geradeaus, rechts. Für den Wald, in dem wir gleich gehen werden. Ah, das ist toll. Der Schalter? Klar, bin ich auf den Schalter gesprungen. Wieso Papi sich wohl darüber aufregt? Links, links, geradeaus, rechts. Da findest du was Tolles. Seit eine Sternschuppe vom Himmel runter in unseren Wald gefallen ist, reden wir jetzt hier Pfeile. Entsetzlich, man könnte glatt gelähmt sein. Kann mich nicht bewegen. Oh no. Das ist so eine Sauerei, die Leute abzuschießen mit Pfeilen. Mario, Hilfe! Boah. Mario, du doof Mann, die Prinzessin kriegst du nie. Hüpf, hüpf. Super Plattmachsprung. Üff. Hahaha. Hat das gar nicht wehgetan, dein Babyhüpfer. Und jetzt mitkommen, Prinzessin. Und kein Pieps, klar? Hilfe! Zu Hilf! Wer rettet mich nur? Zu Hilf! Au, Backe! Das ist ja Mama, 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 Granddad! Mama, komm schnell, schau, wer da ist. Bin ja schon da. Nanu, sag, das ist ja Mario. Oh, voll in echt, wow, gleich mal prüfen. Also die Kappe stimmt schon mal, der Schnauzbock ist auch dran. Wow, bist du wirklich Mario? Nee, wer? Na, wusste ich's doch. Aber nicht schlimm, falscher Mario. Du darfst trotzdem mit Geno spielen. Aber, Toby. Diese Namen sind so bekloppt, Hammer. Nicht so stürmisch. Mario hat ganz sicher eine beschwerliche Reise hinter sich. Och, Mama. Du spielst auch nie mit mir. Ich will immer nur alleine spielen. Ist doof. Ach je. Mario, es ist mir ja furchtbar unangenehm, aber würdest du mit Toby spielen? Klar. Juhu, Mario spielt mit. Okay, Mario, du bist Bowser, klar? Und ich bin Geno. Fertig? Ab da, wo ich aufgehört habe. Hilfe, der böse Bowser will mich holen. Aber jetzt nimm dich in Acht. Jetzt kommt nämlich Geno. Der gibt dir eins auf deine dicke Nase. Uiuiui. Und jetzt du, Bowser. Oh weh, der ist wie stark der ist. Fast hat er mich besiegt. Aber jetzt kommt die Rache. Der Super, Mega, Giga, Ultra, voll tolle, total, voll tag, starke Sternstuppenschuss. Oh je, daneben. Du liebe Güte, Mario, ist dir nicht wohl?
Uff. Autsch. Guten Morgen. Gut geschlafen. Es ist lustig, wie oft Mario in diesem Spiel in dem Bett hockt irgendwo. Rast aus der Mütze. Aus dem guten Haus. Warum ist die Musik so gruselig permanent im Haus? Das ist komisch. Ach ja. Wäre schön. Ja, strecken und gehen, ne? Man kennt sich anders. Mama, Mama, weißt du, was ich gesehen habe? Das war total irre, das glaubst du mir nie, Mama. Mein Gino habe ich gesehen, draußen. Und er lief in den Wald rein. Ach, du hast so viel Fantasie, Tobi. Hat dann vielleicht auch Gino vorgestern die Lampe vom Tisch geworfen, nicht du? Aber Mama, das war... Also, na, jedenfalls war das gerade echt. Ich habe wirklich Gino gesehen. Ehrlich, großes Ehrenwort. Er war draußen und bewegt sich von selbst. Nun sag's einfach gleich, Tobi. Was ist diesmal zu Bruch gegangen? Gar nichts, Mama. Ich lüge nicht. Riesen Ehrenwort. Gino kann wirklich laufen. Ach ja, wenn Eltern einem nichts glauben. Erstmal mitspielen und dann kann's immer noch wahr sein. Wer weiß. Mario, tut mir leid wegen gestern. Tut's noch weh? Ich würde ja nur zu gerne wissen, was Gino im Wald überhaupt will. Ach, dieses Kind. Einfach unmöglich. Hauptsache, niemand glaubt dem Kleinen. Das ist der Hammer. Ich habe auch nichts gesehen. Ich war K.O. Und die Leute hier draußen sind immer noch paralysiert und versteinert. Echt komisch. Ich habe da vorhin eine Marionette gesehen, die sich bewegt hat. Trug ein blaues Cape. Sie ist in den Wald gegangen, glaube ich. Tja. Echt komisch, hab eine Marionette gesehen, hat sie bewegt, trug ein blaues Cape, ist ein Waldgang, glaube ich. Ihr habt niemanden gesehen, ne? Was ist da los? Aus irgendeinem Grund fällt immer noch ein Pfeil vom Himmel. Man, hier irgendwo ins Gebiet rein, aber ich kann mich nicht treffen lassen davon. Ah, hier an der Stelle. Was ist an der Stelle? Das ist komisch. Sehr merkwürdig. Na dann, gehen wir in den Wald. Dem Irrwald. Und ein jeder. Aus der guten alten Zeit von YouTube und Newgrounds kennt diesen Song. Jeder kennt ihn. Er ist ein Stück klassische... Ja, wie sagt man? Ein Stück klassisches Videospiel, Medium-Geschichte, würde ich so sagen. Mit Abermillionen von Aufrufen. Aus irgendeinem Grund. Aber es ist nicht so schlimm, wie alle immer behaupten. Auf geht's. Gehe ich direkt mal mit. Gegen Wickler kann man kämpfen. Wickler sind total niedlich. Und ich verbrenne deine Rübe. Ha, weil ich gemein bin. Kann man das überhaupt machen? Oh ne, stimmt, One-Shot. Wickler sind zwar niedlich und freundlich. Holy crap, schon wieder? Aber diese Wülzlinge daneben, die sind nicht so freundlich. Ah, die Dinger sind gemeingefährlich. Die können einen richtig böse leider verwandeln. Deswegen keine Gnade für die. Ich bin nur eine freundliche, harmlose Raupe. Freundlich und... Ja, total. Wenn sie so harmlos wäre und freundlich, dann würde sie wahrscheinlich nicht einem permanent angreifen.
aber sie greift einen permanent an. Und holy shit, der Respawn-Timer auf diesen Dingern ist Hammer. Oh boy. Manche von diesen Pilzen sind keine Pilze. Manche haben Fäuste und Hände und greifen an. Und die Dinger sind gemein. Sie können einen verwandeln in Pilze. Und das ist voll arschig. Yippie. Ist wirklich so. Manche von denen sind einfach richtig, richtig unangenehm. Die kleinen Stachler hier sind gemein. Au. Sind ganz schön fies. Aber sie haben eine fette Elektroschwäche. Deswegen Blitzgewitter. Sie machen gut Schaden, das muss man denen lassen. Mehr warum nicht. So. Hier haben wir eine Menge Eingänge, in die wir rein können. Soweit ich weiß, ist in allen Eingängen nichts drin. Man kann überall reingehen, man wird direkt verfolgt und von Gegnern angegriffen. In großen Mengen. Aua. Daneben. Aua. Stirb, du Pilch. Du Pilz, Morchel. Ich morchel dich. Oh, verdammt. Aua. Die sind ganz angenehm. Man kann ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln gegen die, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Whee. Weil die können halt echt gut vergiften. Und wie gesagt, in jedem einzelnen von diesen sind einfach zigtausend Gegner drin. Gut, hier ist nur einer drin. Ich weiß nicht, ob das ein stärkerer Gegner ist. Wäre möglich. Ich will es aber nicht ausfinden, um ehrlich zu sein. Und hier war gar nichts drin. Ich weiß auch nicht, ob irgendwo hier Items sind oder so. Ich habe halt diese eine Badge nicht an, zum Nachschauen. Und noch mehr Gegner, die einen verfolgen, ganz gemein. Und wenn man springt, kriegt man aufs Maul. 18 Damage, holy shit. Oh, die muss ich jetzt aber ganz schnell weghauen. Das ist ein starker Feind da drüben, oh oh. Okay, er ist besiegt. Fiesling. Mello, mach kaputt. Gut. Pilzsporn? No! Oh, Pilzsporn sind so ein Scheiß. Pilzsporn verwandeln einen Charakter in Pilz. Und man sitzt nur rum und kann gar nichts machen. Man kann nichts machen. Das ist so scheiße. Man sitzt da rum, man heilt sich zwar jede Runde so ein bisschen, aber... Oh, ist das ätzend. Wirklich, wirklich, wirklich ätzend. Ich sag's euch. Super, super ätzend. So, Sackgasse. Letzter Ausgang. Hallo? Tja, da hat uns der Wickler einfach mal rausgehauen. Und jetzt so ein Erdbeben verursacht, dass wir tatsächlich einfach einen Weg geöffnet haben nach vorne. Ja, der hat ja einfach den kompletten Baum weggerissen mit seinem Erdbeben. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber Respekt. Oh nein, es ist kein Dingens, aber er ist hier runter. Folgen wir ihm. Und er schläft. Und hier juckt ihm nichts mehr.
Oh mein Gott, so viele Gegner. Aber wirklich ein schöner Ort, das muss ich echt sagen. Also sie haben diesen Ort hier mit dem Remake echt gut Justice gemacht. Holy shit. What? Oh, okay. Pilz in der Lagerbox. Erhältst du mehr Exemplare eines Items, als du tragen kannst, landet der Überschuss in der Lagerbox in Marios Haus. Dort kannst du dir jederzeit deine Items schnappen. Das ist anscheinend ein exklusives Ding für den normalen Modus. Weil man ja halt ein bestimmtes Item-Limit hat. Das hat man im leichten Modus nicht. So. Guck mal, wer da vorne ist. Hallo, Gino. Folgen wir dir. Oh, verdammt. Das ist Donkey Kong. Ja, es gibt tatsächlich irgendwo einen Gegner. Keine Ahnung warum. Ein Ei. Oh, ein Schutzei. Cool. Abwehr erhöht. Cool. Ich weiß nicht, was er macht. Aber es gibt einen Gegner, der heißt einfach Gorilla. Und das ist einfach ein Donkey Kong. Holy shit, der schmeißt Steine. Aua. Ich weiß nicht, warum gegen ihn kämpfen muss. Er existiert einfach. Arme Socke. Eieiei. Oh, Gino. Yikes. Pilz. Das ist ein Fake-Pilz. Hier oben lang. Hopp, da ist eingepennt. Und hier sind wir an diesem Punkt angelangt. Am Save-Point. Und wenn nicht alles täuscht, habe ich sogar hier einen Save-File. Den würde ich gerne jetzt mitnehmen. Weil... Schauen wir mal mein Level an und alles. Level 6. Das wäre der Punkt vor dem Boss, den ich gespeichert habe. Das ist der Punkt, wo ich gespeichert habe. Ja, definitiv. Deswegen werde ich einmal... Ich werde einmal vorsichtshalber speichern auf Rosenrode. Auch wenn es ein bisschen doof ist, den mitzunehmen. Aber ich glaube, ich habe sonst nichts liegen lassen auf dem Weg. Nein. Für den Fall der Fälle. Nimm den mit. Ich habe 10 Minuten länger gebraucht, weil ich sehr mich viel Zeit gesucht habe. Und gehe dann auf den anderen Save-File. Haha.